Und ansonsten sind wir dann ein bisschen durch die Hafencity gegangen. Beim Ja. Überseeboulevard da rumgegangen und dann sind wir dann sind wir an dem ehemaligen Thailänder vorbei, Wieso an dem ehemaligen? weil das nicht mehr das macht. Wo wir drin, mal drin waren. Ja, der in der Hafen City, Ja, da schon klar. beim Wasser. Wenn du dann die Straße, die Treppe runter gehst, dann fährst du, dann kannst du an dem Steg da lang gehen. Ja, genau. Und der hat zu. Der hat zu und hat jetzt, ja, hat jetzt woanders eröffnet. Hat jetzt ein anderes weiter weg. Nicht in der Hafencity. Nee, leider nicht. Das wäre ja auch so schön. Deswegen sind wir dann bis zu den Landungsbrücken gelaufen und sind dann da unten an der Promenade lang gegangen. Ja, am Wasser direkt. Ja. Okay. Ja, das ist ein ganz schöner Weg von der Hafen City bis zum Landungsbrücken, ne? Warst du auch im positiven Viertel oder in Schanze? Nee, wir waren dann in der Schanze, waren wir. Ja. Da war es dann richtig voll gestern Nachmittag. Da war alles voll. Wir sind auch da beim Schulterblatt gewesen. Das war ja auch, ja, ich weiß nicht, da, nee, da war das nicht. Nein. Sag schon. Frau Fennekohl. Und der, Ja. ja. Da war ich ja mal mit. Mal nee, das ist da am Schulterblatt. Wenn du dann weitergehst, dann dieses Haus, was ganz berühmt ist. Dieses Haus, was immer besetzt Ja, wurde. klar. Wie heißt das jetzt nochmal? Das weiß ich nicht. Aber es ist ja auch ein Schanzenviertel. Ja, eben. Nee, das war ungewöhnlich voll gestern im Schanzenviertel. Das wird so sein, die Leute beim schönen Wetter, ne? Die haben ja auch immer noch ein. Morgen, ja, aber die haben da dann in den Rest. Da war richtig was los. Da war gestern wirklich. Ja? Wirklich? Nee, in Hamburg war nicht tote Hose.
kann von Tote Hose keine Rede sein. Es war am Jungfernstieg alles voll mit Polizei und Leuten. Ja. Und die Schanze war brechend voll. Tote Hose war da nichts. Im Hauptbahnhof war es auch gut gefüllt. Der Zeitungsladen, der hat geöffnet, ne? Der hat geöffnet, ja. Der hat geöffnet.